Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Digimon Stories Cyberslurf. In der letzten Folge ist etliches passiert. Wir haben Yugo getroffen in Kapitel 12, haben mit dem kleines Pläuschen gemacht und dann sind wir zurückgekommen und Kyoko ist verschwunden. Und wir haben jetzt von Date den Auftrag bekommen, dass wir Lopmon seinen Partner Togumon finden sollen. Ich war hier in der letzten Folge noch am Ende in Asakusa und hab von Victor Ushida etwas geholt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo wir lang gehen sollen, aber ich gehe mal nach Shibuya. Schön, dass da mitten oben drauf ein Weikmon steht. Oh, guck mal, da ist ein Rufzeichen hinten. Hallo! Wie? Ihr sucht also einen Freund? Super, Amy, tolle Sache! Du bist ein gutes Vorbild für die Rebels. Wäre Arata denn ein Nachbild? Vergiss es, ich helfe dir suchen. Stimmt ja, und Arata ist jetzt, wird jetzt landesweit gefahndet. Das Motto der Rebels ist kein Leben oder Digimon. Ach, und auf die digitale Welt. Ich hänge einfach so an den schnuckeligen Digimon. Ich schaue mich in der echten Welt um. Suche du in Eden nach diesem Freund. Gut, finde es so viel heraus wie möglich. Ich überlasse das hier Nokia und gehe nach Eden. Ich habe viele Nachrichten. Das ist richtig. Achso. Huch. Alles scheint außer Kontrolle, aber dir geht es gut. Kyoko ist noch nicht zurück. Ich bin nicht Kyoko, aber ich tue, was ich kann. Hey, die Nachrichten mit dem Chaos und du gehst okay bei dir. Entspann dich mal, Mama. Also ich bin okay, alles. Noch keine Sorge. Gut. Dann gehen wir mal nach Eden. Da drüben ist so ein Durchgang. Nach Eden, bitte. Finde ich aber schon ziemlich krass, dass hier so viele Digimon rumeiern. So, wir sollen jetzt nach Eden. Ich gehe mal in den Eingang. So, hier sind Digimon. Ich meine, okay, verständlich, aber gut. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was kaufen. Guck mal, das ist ein Wimon! Kann ich hier irgendwie was Tolles kaufen? Hm, ich kann hier nur diese... Oh mein Gott. Ich kann... Oh mein Gott. Ah, geschickter Patch in die B... Ich weiß nicht, ich glaube mal zwei davon. Ich weiß jetzt nicht, wer was braucht, aber ich werde jetzt meine Digimon da umdingsen. Geschickt habe ich schon, ne? Ja. Okay. Ich werde jetzt davon... Oh. Kaufen wir davon mal 5. Davon 5. Davon 5. Davon 5. Gut. Sorry, Leutchen, aber ich werde ganz kurz tatsächlich ins Digimon-Labor reinschauen müssen. Aber ich werde euch da jetzt rausschneiden und meine Digimon umpatchen. So. Gut, ich habe soweit alles geklärt. Aber eine Sache habe ich vergessen zu machen, denn... Wir können sie drum und digitieren lassen zu... Ja, gute Frage. Zu was? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach das hier. Auf gut Glück, wenn es schief läuft, dann müssen wir halt alles zurückdigitieren. Aber wir lassen einfach das, was es jetzt ist.
Ja, was ist mit Talsidram? Oh Gott sei Dank. Oh, zum Glück gehabt. Wir haben mit Talsidramon. Yes. Unser Speicher ist. Oh, verdammt, es geht sich um einen Punkt nicht aus. Mann, sonst hätten wir drei Megas mitgehabt. Puh, gut. Gut, dann packe ich dich einfach mal so lange aus. Gut. Kannst du eigentlich noch weiter digitieren? Nein. Gut, du kannst nicht mehr weiter digitieren. Gut, der Rest ist soweit fertig. Also nicht fertig, ich habe alles so umgepatcht und alles, dass wir dann dementsprechend eigentlich dann weitergehen könnten. Also dann weiter digitieren können, sobald sie das dementsprechende Level haben. Ich weiß nicht, wohin ich gehe, muss ich einfach mal hier hin. Oh. Das war anscheinend richtig. Hab ich einen Kopf jetzt, Pokémon? Ach, Amy. Der hat mich wohl gern. Oh oh. Die Junge wie Geiste Yuko. Hey, das ist Pokémon! Lobmon! Bitte fresst euch nicht gegenseitig auf, ja? Pokémon, ein Glück, wir haben dich gesucht. Tut mir leid, dass du dir Sorgen gemacht hast. Verstehe, hab den Kleinen hier gesucht. Während ich in Eden patrouilliert habe, hockte er die ganze Zeit hier in der Ecke und hat gezittert. Der Arme. Wie, Patrouille? Ich habe in Eden nach dem Rechten gesehen. Bei Kamishiro ist gerade das Personal knapp, also helfe ich, wenn ich kann. Außerdem versuche ich, die Wahrheit über Freundin Ri ans Licht zu bringen. Sobald alle wissen, dass Rikishibi oder vielmehr Crusader und die Schule ist, wird Arata nicht mehr verdächtigt. Dafür bringe ich die Führungskräfte zurück, die Fräulein Ri gefeuert hatte. Mit ihrer Hilfe veröffentliche ich die Informationen, die Ri geheim gehalten hatte, damit wir ein neues Eden schaffen können. Dass Eden so schnell schon wieder läuft, ist ihnen zu verdanken. Sie sind nicht viele, aber sind Meister ihres Metiers. Dass in Tokio als Digimon herumlaufen, sagt für Furore. Daher muss das Eden-Netzwerk als Grundlage der Informationsvermittlung solide sein. Fei hilft mir auch. Sie passt auf Eden auf, während ich Fräulein Ri verfolge. Danke, Amy. Danke, nette junge Dame. Danke! Bitte. Das Eden meines Vaters hat uns so viel gebraucht. Aber das wahre Eden sollte nicht so sein. Ich sollte Menschen und Digimon zusammenführen, miteinander und untereinander. Das neue Eden wird so sein. Warte nur ab. Sag mir Bescheid, wenn du das Neues gibt. Ich helfe, wenn ich kann. Das finde ich sehr nett von dir. Zwecklos, Amy. In Shibuya gab es keine Zeugen. Was probieren wir als nächstes? Wie? Du hast ihn schon gefunden? Spitze, super Arbeit, du kennst dich aus. So, macht das ein wahrer Detektiv. Ein Profi, oder ist das wieder ein Projekt Z? Oder wie ein Projekt Z? Gut, treffen wir uns im Büro. Bin ich automatisch hingeportet? Ja. Oh mein Gott, Hauptspringer, das ist ja voll irritierend. Ich bin so froh, dass du ihn gefunden hast. Er war also bei Yuko. Danke, dass ihr mir bei der Hilfe geholfen habt. Danke! Auf uns könnt ihr euch verlassen. Die Rebels sind jederzeit für ihre Digimon da. Habt ihr zwei denn ein Zuhause? Könnt ihr in eure Welt zurück? Wir sind aus diesem riesigen Loch gefallen, das sich am Himmel geöffnet hat. Wir haben uns aus den Augen verloren, als wir vor den Verschlingern weggelaufen sind, die auch da rausgefallen sind. Verstehe. Nun gut, dann kommt doch mit zu mir. Zu dir? Wir verschaffen Digimon mit Omnimon eine Zuflucht für... Was? Wir schaffen zusammen mit Omnimon eine Zuflucht für Digimon, die sonst nirgends ziehen können. Ist doch gar nicht so schwer. Gut, je mehr, desto lustiger. Omnimon von den Royal Knights? Wow, den dürfen wir treffen? Klar doch, kommt mit. Ich stelle euch vor, überlasse zwar hier mir, Amy. Du musst gute Detektivarbeit leisten, während Kyoko weg ist. Wenn der Rudelsbüro Schaden nimmt, während Kyoko nicht hier ist, dann darfst du dich hinterher warm anziehen. Das stimmt auch wieder. Da hast du schon recht. Ich muss derweil die Fälle übernehmen. Außerdem habe ich gar keine Wintersachen. Wintersachen? Was für Wintersachen? Nein, ich möchte nicht speichern. Nur weil Kyoko nicht da ist, gibt es hier... Okay. Oh Mann, ja, ich weiß, danke. Oh mein Gott, so viel. So, jetzt drei neue Fälle. Oh, wow, wow, wow. Oh, ein lilaner Fall. Ein filmreicher Fall. Okay. Schluss mit der Arbeitslosigkeit. Piedmon, Kolumn 4. Detektivgeheimnis und Fandamon-Medaille. Und was haben wir? Erweiterungslaufplan.
Demi-Demimon, Demi-Demimon, ich kann mein Demi-Demon nicht finden. Es muss in der echten Welt sein. Hilf mir suchen. Und was haben wir hier? Das schaut interessant aus. Sakuyamon, Broadway dritter Stock. Ein Clan wird für seine Firmenräume bestraft. Macht ihm ein Ende, bevor er richtig übel wird. Milliardärs-USB. Das ist ein 4-Sterne-Auftrag. Okay. Er ist lila. Komm schon, ich will einen lilanen Fall nehmen. Broadway dritter Stock. Es ist lila, okay. Ich wollte einen lilanen Fall annehmen. Broadway dritter Stock war das, ne? Jetzt bin ich mir gespannt. Broadway dritter Stock. Was? Okay. Broadway dritter Stock. Schon, oh, da ist ein queer Mann. Ah, gutes Timing. Hi. Ein paar meiner Digimon-Freunde haben diesen Einladungsbrief erhalten. Hier ist er. An alle schurkisch wirkenden Digimon. Wollt ihr den Schurken in meinem Superheldenfilm spielen? Ist das nicht eine tolle, unverdiente Einladung? Dies ist eine super Chance, eure schurkische Fähigkeit zu nutzen. Bis bald, viele Grüße, The Knights of Justice. Ist das nicht furchtbar? Ich meine, vielleicht sehen sie etwas schurkisch aus, aber das ist doch noch nicht schlimm, unhöflich, oder? Diese Leute, die sich Knights of Justice nennen, haben meine Freunde kontaktiert und sie an einen Ort in diesem Dungeon bestellt. Ich werde sie aufhalten, bevor etwas passiert. Kommst du vor? Kannst du vorgehen und dir die Sache ansehen? Ich komme später nach. Gerne? Aber ich möchte erstmal diese Truhe haben. Nichts mehr als das möchte ich haben. Eine gute Truhe mit 3 TP-Spray. Okay. Der Regarumon schafft das schon, ne? Da ist der Kuyamon, da ist nichts gut. Nehme ich mal an, dass das da oben sein wird. Ich weiß jetzt nicht, was diese lila Fälle sind, ob das so DLC-Aufgaben sind oder einfach irgendwelche Random-Aufträge, aber. Es ist unser Kuyamon, okay? Heimattor. Kann ich das schon aufmachen? Tatsächlich. So, hier? Drei Boost-Bananen. Das klingt ja fancy. Gut. Und dann müssen wir hier rein, ne? Ich denke schon. Wir sind ja von oben gekommen. Oh. Hi. Nichtsdestotrotz werde ich das Ganze mal speichern. Hust, hust. So. Kann ja nicht schaden, ne? Gut. Hi, Leute. Was geht? Also wirklich, wie lange müssen wir denn noch warten? Sie haben uns herbestellt und jetzt müssen wir warten. Was für eine Frechheit. Ich werde dafür sorgen, dass es dir leid tut. Was? Hallo. Ihr seid wegen dem Brief gekommen. Hallo, was treibt ihr so? Wir nehmen mal das untere. Das hat ja ganz schön lange gedauert. Stell dich nicht dumm, du hast es doch herbestellt. Nein. Dachst du wirklich, bei einem so unhöflichen Brief würdest du mir helfen? Da hast du dich geschnitten. So stellt man doch keine höflichen... Ich habe vergessen, wie ich mir das mal gesprochen habe. Gute Deutsch. So stellt man doch keine höfliche Bitte. Das wird dich teuer so stehen kommen. Warte, ich will... Ja. Mina? Ikio? Warum zur Hölle hast du ihn jetzt gerade geheilt? Okay. Gut, ich kann gegen keinen sehr effektiv kämpfen. Aber hey, wir kämpfen hier gegen 3 Megas. Wir kriegen das hin. Ich habe auch 3 Megas im Kipp. Okay. Habe ich nicht, oder? Ich habe keine 3 Megas. Ah, oh, das ist effektiv. Ich hab schwarz. Oh, oh Gott. Ich hab Angst.
Geier Element 3. Du kriegst einen Vollmond droht. Ein Vollmond droht ins Gesicht. Los, Vollmond droht! Du schaffst es! Eisbogen schießen? Guck mal, das ist Eis. Eis ist effekt. Nein, das ist kein Pokémon. Warte mal. Albtraum 3. Warte, du bist. Das war jetzt nicht sehr gut. Und Geier, okay. Wow. Gut. Heiliges Tor. Wie wär's, wenn wir erstmal gegen Walkramon Walkramon folgen. Oh, das hat gut Damage gemacht. Au. Ein Vollmond droht ins Gesicht. Dornenpeitsche. Au. Ich sollte auch mal meine Rosemon mitnehmen. Ich meine, ich nehme gerade jedes Digimon mit, außer Rosemon. Ich mache jetzt hier voll den Vollmond Blast und dann soll es Geschichte sein, my lady. Nein, okay. Gut, dann nicht. Oh, jetzt bist du Vollmondrot. Tot. Vollmondrot, tot. So, jetzt habe ich das Gefühl, dass Miotis man gleich irgendwie umkillt. Das ist mir jetzt herzlich egal, denn ich werde ihn auswechseln. Wechseln zu. Ja, geil. Ah, dann, ich hab doch noch eins da. Da ja noch was. Hallo! Ich bin eine blöde Krähe. Keiner mag reden. Oh mein Gott. Okay. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich eigentlich heilen. So heilig. Und du kannst jetzt eigentlich im Prinzip nichts mehr vollführen, wobei du könntest ins Gesicht treten. Vielleicht hilft das ja was. Ah, nicht so viel, aber. Höllenzerstörer. Yes! Zerstöre ihn. Zerstöre ihn! Yes! Wenn das funktioniert mit Himmelstor, dann haben wir ihn. Holen wir wieder unsere Mega raus. Wir haben ja noch eins. Gut, und dann machen wir den überbaren Kaiser. Oh, das war gut. Das hat gesessen. Das hat gesessen. Das ist gar nicht so schwer. Komm, jetzt machen wir das Fenrir-Schwert. So, jetzt sollte es so Geschichte sein, hoffentlich. Das hat jetzt gesessen. 7900. Metall ist hier drin und hat instant 18 Level-Ups gekriegt. Gut, was brauchtest du eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Nee, was braucht er wirklich? Ich weiß es nicht mehr. Braucht er die Verteidigung? Ich glaube, er braucht einen Angriff tatsächlich. Oder brauchst du den Angriff? Ich weiß es nicht. Nein, du brauchst es. Nein, ich weiß es nicht. Und sind 13 Level. Ah, 18 Level ab. Das klingt fancy. Mich hast du noch nicht besiegt. Ich lasse nicht zu, dass du dich über mich lustig machst. Genau, noch stehe ich hier. Ich verlange eine richtige Entschuldigung. Ich habe dich doch als erstes umgehauen. Du wirst dafür bezahlen, dass du uns wütend gemacht hast. Was? Du hast ihn nicht geschickt? Was? Du hast ihn nicht geschickt? Was soll das Ganze dann? Erkläre dich. Was? Sekuyamon hat dich geschickt, um uns aufzuhalten? Du hast ihn wirklich also nicht geschickt? Nein. Verstehe, das war ein Missverständnis. Sorry, dass wir so auf dich losgegangen sind. Dann hast du es von Sakuyamon gehört. Sich über jemanden lustig zu machen, den man gar nicht kennt, macht mich wütend. Ich weiß, wir sehen vielleicht alle wie Schurken aus, aber selbst schurkisch wirkende Leute haben Gefühle. Es ist nicht nett, so mit uns zu reden. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei, die Knights of Justice sind immer noch nicht da. Haha, tut uns leid, dass wir warten musstest. Lol. Wer ist das? Wer ist das? Usch. Mit dich bekämpfen wir das Böse.
Mit nur einem Hieb ist es aus. Tief in der Nacht leuchten wir, hell wie ein Stern in den Herzen aller. Starmon, Knight of Justice. Wusch. Das Böse weint kaum, sind wir da, es hilft, es läuft davon, sind wir nah, hören wir einen Hilfeschrei, ist kein Weg zu weit, wir eilen herbei. Superstar Mountain, Knight of Justice. Wusch. Der Himmel, die Erde, auch das Böse ist im Bild, wir sind die Gerechtigkeit, bei dem Licht brennen wir das Böse aus der Welt, wir sind das Schicksal. Justimon, Knight of Justice. Wir stellen uns allen Bösen entgegen und rotten es aus. Denn in unseren Herzen brennt die Liebe für Gerechtigkeit. Habt ihr denn sie doch alle? Stellen wir das mal klar. Ihr habt uns bloß herbestellt, um von Gerechtigkeit zu schwafeln. Ja, tut uns leid, dass ihr warten müsst. Jetzt haltet euch bereit, Schurken. Warum sollen wir uns bereithalten? Ihr sagt so schreckliche Sache über uns, dann wagt ihr es, von Gerechtigkeit zu faseln? Wer sind die Personifikation von Gerechtigkeit? Ihr seid die Bösewichte. Was gehört zu diesen Schurken? Na schön, dann bist du zuerst dran. Los geht's. Was? Hey, was ist denn los? Läuft der Angsthase davon? Ach, lass doch, unser Feind hat es sich übernommen. Es kommt wieder, wenn er vorbereitet ist. Ich hol mir nur ein paar Nega-Level-Digimon. Wie bei Rosemon. Mal gucken, was brauchst du eigentlich noch? Du brauchst nur noch Level 55. Ach, das ist schön. Das ist schön. Brauchst du noch ein Level? Jetzt brauchst du noch ein Level. Was brauchst du? Es braucht noch ein Level! Oh mein Gott! Es braucht noch zwei Level. Das könnte sich ausgehen. Das kennt sich tatsächlich. Habe ich sogar noch einen Platz für ein Ding? Wie schaut es bei dir eigentlich aus? Rosemon wäre cool. Ich könnte Rosemon mitnehmen, oder auch nicht. Wie wäre es, wenn ich ihn mitnehme, damit er ein paar mehr Level-Ups kriegt? Also. Komm, ich nehme mit dem Talgraymon mit. Es ist kein Platz mehr für ihn. Ja, doch nicht. Kann ich bald meine Digimon digitieren lassen und ich werde der glücklichste Mensch aller Zeiten sein. Gut, los geht's. Justimon Trupp ausrücken! So, Angriff! Au! Au! Ja gut, das geht. Gut, wenn das dann schon so weh tut, würde ich gern an Miregarumon reinpacken. Magna Angmon draußen lassen. Kommt das da unten dran? Egal, ich will ihn mal in Action sehen. Gut, dann greifen wir erstmal dich an. Und zack. Wow. Wow. Das hat ja mal grandios keinen Damage gemacht, aber gut. Gut. Wow. Er macht ja mal keinen Damage. Ich würde gerne Mirage Gargamon reinpacken.
das macht dir unglaublicherweise überhaupt keinen Damage. Das finde ich ziemlich traurig. Guck mal, Energiefisch. Wow. Das könnte ziemlich hart werden. Superstar Kienhaken. Gut, ich würde mich tatsächlich, denke ich mal, erstmal auf ein Digimon konzentrieren, und zwar auf Justimon. Du konzentrierst dich auf den Stern erstmal. Und wir fokussieren uns hier mal auf Justimon. Das zwar ziemlich schmerzvoll werden kann tatsächlich, wenn der mir jetzt hier mein Meeregarumon umhaut. Was ich jetzt nicht so prickelnd finde. Meteor Charon, es geht. Gut, Zitramon darf wieder hier auspacken. Wow. Glück gehabt, ne? Gut. Tauben warum jetzt nicht, aber 500 klingt gut. So, jetzt musst du wieder deinen Vollmondblaster raushauen. Puh. Das könnte echt knifflig werden. Aber wenn das geschafft ist, dann kann ich die Folge tatsächlich irgendwann beenden. Aber ich möchte es noch nicht fertig machen. Weil dann kann ich offscreen die anderen Sachen fertig machen, also diese Nebenaufgaben. Fertig. Hilflos? Warum ist mein Digimon jetzt hilflos? Was soll das? Gibt ja gleich einer hier, frisst das. Unterstützungsende? Wow. Was? Was heißt das? Was heißt hilflos? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Ich weiß, dass Justimon gleich down ist. Und das ist mir gut, weil dann kann er uns nicht hilflos machen, was auch immer das. Nein! Nein, 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 nein. So blöd es klingt, ich muss meine Leuchtchen hier anfangen zu heilen. Voll machen, bitte! Weil sonst endet das, glaube ich, sehr furchtbar. Dritte Gerechtigkeit! Nein! Gott sei Dank habe ich ihn geheilt. So, jetzt kriegst du einen Energiefluss und stirbst grauenvoll, Justimon. Dankeschön. So, jetzt kann ich mich hier um die anderen Staffeln hier kümmern. Ich habe nicht zufälligerweise ein zweites Digimon dabei, was... Nein, warum nicht? Weißt du, was du machen wirst? Nein, du wirst jetzt hier schon mal... Spray. So, auf uns alle. Perfekt. So, du darfst mal hier einen schönen Vollmondtritt in die Fresse schlagen. Vielleicht kriegen wir diesen Typen ja auch noch irgendwie outstown. Kann von euch zufällig irgendwer heilen? So, der siebte wäre Roman, der braucht es nämlich am größten, dringendsten. Was glaube ich denn mal für einen Scheiß hier? Autsch. So, ich weiß immer noch nicht, was dieses Hilflos bedeutet, aber autsch. Gut, haben wir hier einen Vollmantritt. Hast du noch irgendwelche Fertigkeiten? Nein. Wie wär's mal mit absoluter Windstille? Klingt das was?
du irgendwas? Und die schlafen. Was himmlischer Donner macht, bringt das was? Ja, das hat was gebracht. Wir haben gleich einen Down. Das ist gut. Das ist sehr gut, dass wir gleich einen Down haben. Au. Nein. Gut. So, gut. An den werde ich jetzt meinen Vollmondtritt nicht mehr verbrauchen. Sondern der kommt jetzt dran und dann. Mittels Windkrale zerstören wir dich. Perfekt. Gut, jetzt haben wir. Das Gute ist, dass die gegnerischen Digimon uns sich nicht also nicht wiederbeleben können. So, packen wir mal hübsch unsere Sachen hier aus, einen Energiefluss, das macht Damage. So, dann kommt unser Vollmondtritt. Jetzt können wir alle raufballern, was das Zeug hält. So, ein Vollmondblaster bitte. So, perfekt. Es wird langsam, das ist gut. Autsch, es wird. So. Nur daran denken, dass wir danach unsere Digimon alle schön hochdigitieren können. Och, das wird schön. Alle aufs Mega-Level. Oh, das wird so schön. Es wird so schön. Energiefluss. Verdammt, ich kann keinen Tritt mehr machen. Egal, ich kann aber eine Zerstörungskanone machen. Wir haben ihn gleich dran. Wir haben gleich Superstarmon. Nein, das ist nur Starmon. Superstarmon war der gelbe. Wir haben dich gleich down. Und Wiedersehen. Perfekt. Eine Kämpfer-Disco. Schön. Hätte ich mir nicht gar nicht kaufen müssen, aber. Nein, Magna Angu ist kein Level up. Nein. Verdammt. Können ein Digimon digitieren lassen. Oh Mann. Oh Mann. Schade. Ja, werde ich wohl noch was machen müssen. Ich glaube es nicht. Die Schurken haben uns besiegt. Die Sieger sind die Gerechten. Oh wow. Das klingt allerdings ziemlich schurkisch. Hey, wir verlangen eine Entschuldigung. Dachtet ihr, es wäre in Ordnung, uns als Schurke zu nennen? Was ihr uns gesagt habt, war nicht in Ordnung. Das gilt auch dafür, wie ihr euch über uns lustig gemacht habt. Beurteilt uns nicht nach unserem Aussehen. Ihr habt uns wirklich wütend gemacht. Es tut uns leid, wir haben es nur uns übertrieben. Dann ist es jetzt abgehakt. Das alberne Spiel ist beendet. Das ist kein Spiel. Ich schwöre es, wir haben es nur versucht, einen coolen Film mit Actionhelden zu drehen. Aha. Also. Ich habe immer die Helden in alten Filmen bewundert. Ich wollte cool aussehen wie sie, auf der Leinwand. Also habe ich mich mit den anderen zusammengetan. Sie haben das gleiche Ziel, ein erstklassiges Drehbuch zu schreiben, aber dann dachten wir, wir müssten einen Schurken finden und haben uns etwas verzettelt. An eure Gefühle hatten wir nicht gedacht. Tut uns wirklich leid. Was sollen wir jetzt tun? Wir können unseren Film nicht einfach aufgeben. Wir werden andere Digimon fragen. Hey, ich habe eine Idee. Wir könnten uns schurkische Kostüme besorgen und selbst die Schurken spielen. Das wäre eine ziemlich billige Lösung, aber wenn sich sonst nichts machen lässt... Na schön, man sieht sich. Moment. Können wir das Drehbuch sehen? Was? Ich habe Interesse, in eurem Film mitzuspielen, meine ich. Nun ja, ihr habt eure Beweggründe erklärt und euch entschuldigt. Wäre bereit, euch etwas zu helfen. Aber ihr müsst dafür sorgen, dass die Schurken auf der Leinwand gut aussehen. Wirklich? Ihr habt damit kein Problem? Fangen wir lieber an, bevor wir unsere Meinung ändern. Justimon, wenn wir das machen, machen wir es richtig. Vielen, vielen Dank. Anscheinend hast du die Lage geklärt. Tut mir leid, als ich kam, sah es aus, als ob ich nichts machen könnte. Also habe ich einfach von hier aus zugeschaut. Aber Black Wargrim und seine Leute haben ihre Meinung geändert und arbeiten zusammen mit den Leuten von Justimon an einem Film. Dank dir wurde alles friedlich geregelt. Du hast geholfen, unseren Traum von einem Film zu verwirklichen. Danke. Bitte! Ein Filmreifefall.
Yay. Kommen hier rein theoretisch Digimon? Tatsächlich. Oh. Hi. Gut. Ich meine, es wäre schön, wenn wir jetzt die anderen beiden auch voll kriegen könnten. Damit wir halt eben... Ihr wisst schon. Unser Team weiterentwickeln können. Au. Das wäre wunderbar. Weil dann haben wir endlich ein paar mehr Mega-Level-Digimon und dann geht's auch schon voll richtig los. Mit der Action, versteht ihr, was ich meine? Das wäre mega cool. Jetzt bin ich ein Metall-Garurumon. Noch einmal. Gut. Noch einmal geht und dann gehen wir schnell ins Digimon Lab und lassen alle digitieren und werden glücklich und freuen uns. Oh mein Gott. Was ist das? Vollmond Blaster. Lass mich raten, ist jetzt nicht dagegen effektiv. Nope. Aber ich denke mal, wir kriegen den auch so platt. So. Und noch einmal ins Gesicht. Warum auch die Mirage-Gabe dagegen? Och man, ernsthaft. Noch ein Digimon, noch ein einziges Digimon und wir können. Der leider hoch die. Das wäre doch der mega Fail. Oh, ein Pumpkinmon! Das ist ein Pumpkinmon! Das ist ein Pumpkinmon, das ist ein Pumpkinmon, das ist ein Pumpkin-Punk. Oh. Oh. So, Cherrymon ist. Dings, ne? So. Runen im Wald 2. Au. Zack. Okay, das hört man, glaube ich, sogar, wenn ich auf die Tasten spamme. Entschuldigung. Gut. Und jetzt sollte mit einem Schlag down sein. Go. Away. Dankeschön. So. Eine Pumpkin-Medaille. Schön. So. Gott, wir können zurückgehen. Zurück ins Digimon-Labor. So. Digimon digitieren lassen. So. Nummer 1. Let's go, Raymon. Go, Raymon. Go, Raymon. Raymon ist hier. Ich hatte Raymon irgendwie cool in Erinnerung, aber gut. Das ist Raymon. Und um ihn weiter digitieren zu können, brauchen wir jetzt mal... Oh, er hat Fähigkeit 30. Oh, schön. Er braucht einen Kampf von 100 und... Geschick 250. Gut. Dann werden wir dich umändern. Schön. So. Du kannst zu Seraphimon werden. Ich hätte dich zwar auch gerne zu Crusadermon gemacht, aber wir werden Seraphimon nehmen. Das war doch Seraphimon, oder? Doch, es war Seraphimon. Das ist 100%ig Seraphimon. Ein heiliges Digimon. Doch, Seraphimon. Ein heiliges Digimon. Kann Seraphimon weiter digitieren? Nein. Kann das nicht. Schade. Wen hatten wir noch? Dich hatten wir noch. Ja! Ja! Und gleich kommt wahrscheinlich die bittere Enttäuschung, weil ich das dann nicht weiter zu Omnimon Zwart machen kann. Ja, mein Metall-Garurumon. Oh mein Gott. Mein Metall-Garurumon. Wahrscheinlich hat es nicht genug Fähigkeit. Ich wette mit euch. Hundertprozentig, ne? Es war so klar. Es war so klar. Fall gelöst, Größe Herausforderung 7? Was? Och, Mann. Mann. Wirklich? Wirklich? Fähigkeit 40, oh mein Gott. Ich glaube, da muss ich dann bei jemandem anderen dafür sorgen, dass er das wird. Wen packe ich jetzt raus? Wir packen dich mal hier auf die
Box hier hinten? Gut. Wie schaut's denn hier hin? Weiter hinten aus? Mann, schaut's bei dir aus? Geschwindigkeit? Geschick? Es ist eigentlich Geschick. Aber gut. So. Wie viel hast du? 20. Es gibt sicher irgendeine Möglichkeit, das zu machen. 130. Na, es geht. Das kann aber recht. Du könntest zu Lotusmond werden, aber ich möchte nicht, dass du das wirst. Es dauert noch so lange bei ihr. Das ist ein Wahnsinn. Sie braucht Intelligenz 2. Warte, sie braucht Intelligenz? Oh mein Gott. Das ist doch gar nicht mehr so viel. Schön. Lotusmond braucht nur noch Stufe 55. Das dauert auch noch ein bisschen. Und Skalmeramon. Dauert noch ein bisschen, aber gut. Ich glaube, darum werde ich mich offscreen kümmern. Und genauso werde ich mich wahrscheinlich offscreen darum kümmern, dass wir unser Metallgerummon weiter. Aber das hat ja Zeit. Das hat Zeit. Wir müssen Herausforderung 7 noch schaffen. Also werden wir wahrscheinlich nur hier nur um den Mondswart kriegen. Das habe ich mir dabei gedacht. Dass es so einfach geht. Aber schön, dass sie mir hinterher rennen. Das ist schön. Ach, das freut mich. Gut, dann haben wir das erledigt. Das stimmt ja. Ich kann ja die Rolltreppe nicht runtergehen. Gut, gut. Tadam, tadam, tadam. Diese Folge wird gleich mega lang, aber es tut mir leid. Hätte ich gedacht, dass da so viel passiert. Hallo, Pete. Gut, dann werde ich offscreen diese beiden hübschen Sachen hier erledigen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.